Der Planet Saturn benötigt für einen Umlauf um die Sonne 29,46 Jahre. Berechne die Länge der großen Halbachse seiner Laufbahn in Kilometer. Hier eine Simulation und hier die Angaben. Die Revolutionsperiode vom Saturn beträgt 29,46 Jahre. Vergleichen wir mit der Erde. Die Revolutionsperiode der Erde beträgt ein Jahr. Und die Länge der großen Halbachse der Laufbahn der Erde beträgt 150 Millionen Kilometer, das heißt 1,5 mal 10 hoch 8 Kilometer. Wir suchen die große Halbachse des Saturn, die wir in Kilometer ausdrücken. Und dazu nutzen wir das dritte Gesetz von Kepler. Aus dieser Formel schließen wir, dass die gesuchte Zahl AS gleich ist zur Kubikwurzel von diesem Bruch. In diesem Bruch ersetzen wir diese drei Größen durch die bekannten Werte und so finden wir, dass die Länge der großen Halbachse des Saturn ungefähr 1.430.802.710 Kilometer beträgt. Die Übung ist beendet, aber vergleichen wir mal diese große Halbachse mit der der Erde. Das heißt, berechnen wir dieses Verhältnis. Wir finden die Zahl geteilt durch die und das zeigt, dass die große Halbachse der Laufbahn des Saturn ungefähr 9,5 mal größer ist als die große Halbachse der Laufbahn der Erde.